Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und als allererstes, ich wünsche euch natürlich ein schönes, frohes, neues Jahr. Und was machen wir heute? Mal wieder eine Sache, die ich noch nicht gemacht habe. Und zwar Kleidung etwas umgestalten, denn ich habe ein, zwei Sachen, die gefallen mir nicht mehr so an sich, wie sie sind. Da dachte ich mir, kann ich das doch eigentlich rein theoretisch einfach mal ein bisschen umdekorieren und wie das Ganze jetzt wird und was dabei rauskommt, ob schön oder hässlich. Ich will nicht zu viel verraten, deswegen, wir gehen gleich rein ins Video. Ich habe mir doch so ein, zwei Vorlagen rausgesucht. Ich muss aber sagen, ich habe auch nicht so viele Sachen gefunden und ich kann euch mal hier ein, zwei Sachen einblenden, in welche Richtung es von den Materialien auf jeden Fall schon mal gehen sollte. Aber ist natürlich ein bisschen schwierig. Wie gesagt, da gab es nur ein, zwei Sachen. Und dann muss man selber ein bisschen kreativ werden und ja, einfach mal ausprobieren. Ihr fragt euch vielleicht, warum die Ohrringe? Ja, das kommt daher, dass es keine Perlen in der Art so schön gab wie an den Ohrringen. Ein bisschen Glitzer und natürlich der ein oder andere Kleber, denn es muss ja auch halten. Ohne Nähmaschine ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Als erstes habe ich einfach mal so ein paar Steine aufgeklebt. Ich habe mich dabei dann auch entschieden, einfach nur die rosanen zu nehmen und die anderen, ja, erstmal nichts benutzen, weil das wird dann, glaube ich, etwas zu bunt. Natürlich dürfen die Schleifen auch nicht fehlen. Da habe ich dann gedacht, oh, kann man mal probieren, wie das dann aussieht. Trotzdem war es mir noch ein bisschen zu schlicht und dann habe ich einfach überlegt, ja, man kann ja mit den Buchstaben, die ich vorher gezeigt hatte, ja irgendwie ein Wort legen und das dann so ein bisschen darunter legen. Das Problem ist natürlich, wenn da nicht so viele Buchstaben drin sind, kann man auch nicht so tolle Wörter legen, sage ich mal. Und dann, ja, musste ich mit dem arbeiten, was ich dann hatte. Und zum Verschönern kommen dann auch nochmal die Perlen zum Einsatz. Ihr wisst nicht, wie schwer es war, das von den Ohrringen abzukriegen mit der Schere. Man hätte wahrscheinlich eine Zange gebraucht. Mehr sag ich da nicht. Und dann kommen wir auch schon zum zweiten Kleidungsstück, dem dunkelblauen Polunder. Man sieht die Farbe leider nicht. Ich habe hier und da probiert, dass man mit ein bisschen Farbänderung noch die Farbe ein bisschen besser sieht, aber im Endeffekt, wenn ihr das Ergebnis seht, dann seht ihr auch nochmal, wie schön die Farbe eigentlich wirklich ist. Und hier habe ich dann auch direkt mit den Schleifen angefangen, denn ich hatte schon eine kleine Vision. Mit dem Hellblau und dem Dunkelblau wusste ich gleich, das wird wahrscheinlich sehr gut passen. Ich muss auch sagen, die erste Schleife, die ich dort gemacht habe, ist mir am allerbesten gelungen. Damit bin ich auch sehr, sehr zufrieden. Dann habe ich noch ein, zwei Perlen auf das Oberteil gemacht. Ich
Ich muss auch sagen, der Kleber hat ganz gut gehalten, auch wenn man es vielleicht gar nicht denkt. So, ich habe das Oberteil jetzt hier mal ein bisschen umgekrempelt, weil hier, ja, kommt dann auch nichts mehr. Das ist hier der letzte Stein. Ich muss sagen, ja, die Steine hier, die pinken, hätte ich die nicht als erstes drauf gemacht, hätte ich die auch noch entspannt abmachen können. Ich muss sagen, oben finde ich es eigentlich gar nicht mal schlecht. Vielleicht würde man jetzt das Pinke auch noch abbekommen. Ist jetzt nichts Besonderes, aber ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber das mit dem Rot und dem Pink, das passt einfach absolut gar nicht so zusammen. Dafür ist das andere Oberteil aber was geworden, das zeige ich euch jetzt gleich. Also ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden mit diesem Oberteil. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so gut wird. Beim anderen hatte ich nicht wirklich eine Vision, das würde ich auch sagen, sieht man auch. Würde ich das nochmal ausprobieren? Auf jeden Fall, denn es ist ja was Gutes bei rumgekommen. Wenn ihr wollt, dass ich sowas nochmal mache, dann könnt ihr es gerne mal in die Kommentare schreiben. Dem Video ein Like geben und auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Denn dieses Jahr wird wieder darauf geachtet, sehr regelmäßig Videos hochzuladen. Ich versuche auch mit verschiedenen Sachen ins Jahr zu starten und das ein oder andere einfach mal auszuprobieren.